Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier. Und zwar gehen mir die ganzen Flunschlick und Iroquex in der Führung auf den Keks. Und deswegen habe ich jetzt Toxicroak mit reingenommen in Lied. Und die Fee bleibt und Nachtara bleibt auch. Weil die beiden mag ich echt irgendwie zusammen. Die geben ein schönes Team mittlerweile ab. Und deswegen suchen wir jetzt mal Gegner. Und finden zugleich auch einen. Sehr schön. Awanza X. Der Lied ist Grütze, da gehe ich in die Fee. Ah ja. Und du wirst runterfahren, ne? Nee, wirst du nicht, okay. Aber bitte lass mich die Zuflucht noch schaffen. Nein, schaffe ich nicht, oder? Doch, gerade so. Aber ich hätte mittlerweile Psycho-Attacke gern hier drauf. Ah, noch eine Top-Lade-TM verschwenden, ich weiß nicht. Komm, du wirst ködern. Oder gehst du. Ne, du gehst sogar auf Erdkräfte. Perfekt. Dann setze ich jetzt ein. Ich habe mir ein Konter extra geholt. Du wirst jetzt drauf gehen lassen. Perfekt. Oh. Sind das die Erdkräfte? Das könnten so sein, ne? Ja, toll, jetzt Köderter. Jetzt Köderter. Dann mache ich jetzt noch einen Konter. Und gehe nach Tara. Ja, du schwächst nach Tara jetzt ab mit Blubstrahl. Okay. Ich wollte schon sagen. Oh, das ist doch die Feenattacke, ne? Du hast 100 pro die blöde Feenattacke. Oh, ich muss Nachtara irgendwie am Leben erhalten. Das ist so doof gerade. Zauberschein, ja, natürlich hast du Zauberschein drauf. Leider hast du mich auch einmal abgeschwächt. So, Psychokinese, komm. Wechsel du es gleich rum. Ja, du setzt noch ein, das ist in Ordnung. Ich hoffe, deine Wechsel ist nicht gleich um. Ja, ich schaffe noch die Schlammbombe. Noch Meteorologe sollte ich noch überleben. Ja, jetzt wechselst du raus, schlauerweise. Und mein Nachtara ist leider zu low. Und du kannst problemlos runterfahren, ne? Und dann kommst du wieder mit Blubstrahl an, mit 1000 Stück. Ne, du setzt ein. Bitte auch gleich den Spukball. Der macht an der Stelle keinen Sinn. Ja. Jetzt kannst du noch farmen. Ja, du gewinnst leider den Gleichstand. Ja, das kann ich an der Stelle leider nicht mehr gewinnen. Ja, ich kann nicht mal runterfahren. Und du gewinnst gleich den Gleichstand. Ja, und jetzt wird Psychokinese gegen Dingskirchen auch nicht mehr reichen. Ja, jetzt farmst du mich sogar runter. Nee, das war nicht mehr gewinnbar. Ob du noch Nidoqueen hattest? Mh.
Ja, vielleicht war da Gala Gladi als Safe Switch am besten. Also wäre. Warte mal, du hattest. In der Führung Apokalyp. Okay, du wärst relativ schnell zum Spukball gekommen, aber ich wäre, glaube ich, schneller zu der Laubklinge dann gekommen, also zur zweiten, bevor du beim zweiten Spukball bist. Glaube ich zumindest. Toxic-Quack hätte auch Nidoqueen dann übernehmen können. Noctara-Apokalyp. Ich habe das dritte Pokémon vom Gegner vergessen. Ich werde echt alt, Leute. Ich werde echt alt. Oh, das ist eine schöne Führung. Das ist halt sehr köderabhängig hier. Okay, du gehst eh raus. So, dann habe ich jetzt zwei Schlammbomben ready. Du kannst mich ganz gerne abschwächen, wenn du willst. Ja, du kannst effektiv gar nichts gegen mich machen. Ja, leider gewinnst du den Gleichstand, aber ich kann deinen Apoqualyp so runterhauen. Du kannst gegen Nachtara effektiv nichts machen. Und ich habe zwei Attacken auf Toxic Quark. Ich muss nur Angst haben vor Erdkräfte. Dann habe ich hier auch schon mal Energie drauf. Ich denke, ich werde Filinara auch nicht chillen. Wobei, ich muss mir Delete holen, ne? Ja, ein Schild werde ich doch einsetzen. Ich hoffe, ich schaffe noch die Mondgewalt. Nein. Ach, das ist doof. Wobei, ich zwinge dich jetzt auch zum Schild wahrscheinlich, ne? Natürlich geht dann Konter runter. Oh, Kavalanzas ist fies. Okay, du lässt es drauf gehen. Ja, okay, du kannst hier runterfahren, ne? Wirst du blind auf die Erdkräfte gehen? Ja, du hast blind gedrückt, ne? Bitte, reicht nicht aus. Reicht nicht. Oh, ich setze sogar ein. So, dann bist du jetzt gezwungen zu schilden, ne? Okay. Och Mann, blöder Blubstrahl. Aber das ist gar nicht so wild. Eigentlich musst du das hier jetzt schilden. Genau, jetzt kann ich snipen gehen. Genau, eins, zwei. Du hast bestimmt gleich nochmal Erdkräfte. Genau, hier musst du schilden. Nein, kommst nicht mal zur Erdkräfte. Perfekt. Dann hat es geklappt, wie ich wollte. Oh, trotz Kabalanza. Ich verstehe aber auch nicht, warum du Kabalanza draufgehen lassen hast. Weil du hättest den Wechsel dringend benötigt.
Anders hättest du gar keine Chance gehabt. Ja, gut, dass ich Apokalypse dann gesniped habe. Quasi, dass es nur noch ein, zwei Blubber rausgekriegt hat. Das war schon saftig schmaftig. So, Kampf beginnt gegen Morissa Vakira. Und da Hammerflunschtritt. Genau dich wollte ich vorne sehen, Kollege. Genau, hier setze ich die Matschbombe ein. Genau, Schildhammer. Ich schütte jetzt auch. Du kannst gerne ködern. Das ist mir Rille. Denn ich wechsle jetzt eh raus. Okay, das war der Gleichstand. Ich vertraue einfach darauf, dass du Meteorologe machst, genau. Wird das jetzt auch nur eine Meteorologe sein? So, und gegen Filinara brauchst du definitiv ein Erdbeben. Und ich hoffe, wobei das Erdbeben sollte ich in der Range noch überleben. Und die Charme von Filinara drücken eigentlich schon ziemlich gut gegen Flutschlug. Und du gehst auf Steinhagel. Okay. Dann machen Sie das, Herr Kollege. Ah, ich habe nicht alle Bubbles getroffen. Ich werde Toxic Quack eh schön. Okay. Ja, jetzt kannst du runterfahren, ne? Konter kommt. Ich werde natürlich schön. Wird wahrscheinlich eh Steinhage sein. Nee, Erdbeben, perfekt. Miganie. Und bitte. Sehr schön. Matschbombe kommt. Schild ist da. Ist ein Gleichstand. Das ist aber nicht schlimm. Jetzt liegt es tatsächlich an Nachtara. Meganni ist hier ganz spicy, aber braucht glaube ich auch XL. Mit Gagne hält ziemlich gut aus, ne? Ja. Achso, du hast gar nicht eingesetzt. Hallo? Spiel? Hallo? Okay, du gewinnst den Gleichstand. Gehst du direkt auf Erdbeben? Nee, Flora-Statue. Ah, da wirst du jetzt zwei besitzen. So, Flunschlick, da braucht ein bisschen zum Erdbeben, ne? Ja. Okay, Steinhagel kommt, verdammt. Ach, ich habe eingesetzt, ne? Dann darf ich jetzt nicht aufladen. Genau.
Dann darf ich nicht aufladen. Oh, bitte lass mich die. Ist das Erdbeben oder Florostatue? Aber ja, die Zeit zählt, ne? Hätte ich so oder so nicht überlebt. Okay, schade. Schade, dass du die Florostatue schon ready hattest. Ja, das war doof. Wäre aber gewinnbar gewesen. Ja, leider ist Florostatue sehr starke Attacke, ne? Oh, hier haben wir Meganie gleich vorne. Das ist aber in Ordnung. Was haben die eigentlich jetzt alle mit ihrem Meganie? Leck des Jahrtausends, würde ich mal sagen. Könnte das schon Erdbeben sein? Schöner einmal. Nein, du köderst, okay. So, ich gehe aber trotzdem hier auf die Matschbombe. Falls du auch mit dem Köder rechnest. Yep, sehr schön. Zaubers kommen. Ja, gegen Zaubers habe ich jetzt gar nichts mehr. Dann gehe ich hier auf die Matschbombe. Perfekt. Und transferiere den nächsten Schaden hier. Immer klar, dass du auf Down reingehst. Von mir aus kannst du ja auch. Ah, Lapras, okay. Oh, bitte lass mich zum Mondgewalt kommen. Okay, den Gleichstand gewinne ich definitiv. Du hast mich zwar einmal abgeschwächt, das ist aber gar nicht so schlimm. Und du bist kein Krypto-Lapras. Du hast Chip Damage. Und Angriff sinkt. Perfekt. Ja, das werde ich durchlassen. Und gehen Toxic Quark. Ja, das ist ein schlimm. Ich werde wahrscheinlich runterfahren können. Ich hoffe, ich fahre mal runter. Okay. Okay, du hast einen kurzen Leck geführt, aber okay. Schade. Ich dachte, ich schaffe es noch zur Attacke. Ja, jetzt gehst du bestimmt. Wobei, Sturzflug würde nicht reichen. Du gehst auf Down rein, ne? Ja. Okay, ist das jetzt Sturzflug? Das wäre ganz schön schnell, ne? Ja, tat weh. So, lässt du jetzt drauf gehen? Wäre schlauer, ne? Ja. Ja, aber ich kann trotzdem runterfahren. Weil dein Lapras jetzt schon so low war. Ah, das war schön. Das mag ich. So, next fight. Ja, ein Sieg für ein positives Set wäre schön. Also ich bin wirklich mit 3 zu 2 eigentlich schon immer zufrieden. Weil die haben halt alle ihre XL-Pokémon. Ich habe jetzt nur Toxic Quack und Nachtara so wirklich. Oh, Slimer ist gut. Slimer ist gut. Entweder Säureschleier oder Donnerschlag. Mal sehen, was du spielst. Ja, ist in Ordnung. Hier kommt meine Schlammbombe 1. Ja. Schlammbombe 2.
Du bist Krypto, dann müsstest du schon eigentlich schon chillen, ne? Okay. Ja, dann chill ich die nächste auch. Weil mein Flinara will ich nicht sehen. Oh, bitte sag mir nicht, du kannst runterfahren. Nein, kannst du nicht. Ja, mit Toxicroak kann ich bloß jetzt nichts mehr anfangen. Aber dein Slimog ist weg. So, ich darf jetzt nicht aggressiv rauswechseln. Quaxo, was könntest du noch hinten haben? Gehe ich dein Nachthaar? Aber was ist, wenn du ein zweites Gift-Pokémon hast? Nee, ich gehe hier rein. Ja, du könntest tatsächlich ein zweites Gift-Pokémon haben. Wirst du gleich auf Starkattacke gehen? Nein, gehst auf Meteore erstmal. Dann schilde ich jetzt die Attacke. Falls es ein Erdbeben oder Blizzard ist. Nein, auch Meteorologe, okay. Dann kann das jetzt auch nur ein Meteorologe sein. Genau. Setze ich jetzt ein. Okay, Zuflucht hätte eigentlich jetzt wahrscheinlich eh gereicht. Ich weiß nicht, warum ich immer auf Mondgeweih dann gehe. Oh ja. Gehe ich hier rüber. Ich muss dich nur weit genug runterschwächen. Ja, du hast Zuflucht. Ich nicht. Ich habe leider Psychokinese drauf. Naja. Gegen Nachtara. Wobei, das macht gar nicht so viel Unterschied. Warte, wir gucken uns nochmal Zuflucht an. Du brauchst mehr Energie, ne? Zuflucht braucht mehr Energie. Gucken wir uns mal den Schaden an, Leute. Ja, so viel Schaden ist das nicht mehr, was die Zuflucht gegen Nachtara ausrichtet. Ja, okay, dieses Nachtara hier war angeschippt, ne? Aber das kann ich nur noch gewinnen. So ist das jetzt eine Nummer sicherer und schneller. Überlebe ich sogar. Und wir gehen sogar gleichzeitig down. Wir gehen sogar gleichzeitig down. So, dann haben wir schon mal ein positives Set. Mal sehen, ob das zweite auch so positiv wird. Wir holen die Pokémon an. Und ich krieg irgendwie jedes Mal Wisprit. Ich will mich darüber nicht beschweren, aber es ist so schwierig zu fangen. Also, dass es drin bleibt, ne? Ich habe einmal 20 Hyperbälle gebraucht. 20 Hyperbälle, Leute. Und das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Übrigens kündige ich jetzt schon den Kampf gegen Blondbart an. Der wird am Sonntag hochgeladen. Bei ihm auf dem Kanal und auch bei mir auf dem Kanal. Beides um 10 Uhr. Genau. Und da sind schon crazy Sachen passiert im Kampf gegen Blondbart. So viel soll schon mal gesagt werden. Könnt ihr gerne auf jeden Fall einschalten. Werdet ihr auch dann bei Blondbart sehen. Und Wesprit bleibt jetzt drin. Sehr schön. Wesprit wurde gefangen. Sehr schön. Ja, behalten wir dich erstmal. So, wir gehen wieder ein paar Points hoch. Weil gestern, die letzten Sets, bin ich nicht positiv rausgegangen. Da immer Flunschlick
oder Irokex vorne war, überwiegend Irokex. Und das war so nervig. Das war so. Aber eins, was ich festgestellt habe, Psycho-Pokémon sind irgendwie nie vorne, aber diese blöde Qualle ist vorne. So, da haben wir den Spukball abgefangen. Nützt mir trotzdem nichts. Obwohl, Quaxo ist gar nicht so schlimm. Aber ich muss es nach Tara am Leben halten. Wie mache ich das? Du wirst doch auf den starken Move gehen, oder? Aber einmal lasse ich den durch. Weil Apokalypse kann eh nicht effektiv nichts machen. Ja, Erdbeben tut gar nicht so weh. So, Schmarotzer kommt. Schäle ich jetzt einmal? Ja, ne? Genau. So. Mal sehen, ob jetzt ein Schild von dir kommt. Ja. Du warst jetzt in der Animation drin. Das heißt, Natara habe ich noch gegen Apokalypse. Du hast beide Schilde verloren. Okay, du hast. Er hat einfach mal zwei Geister. Er hat einfach zwei Geister. Er hat Quaxo doppelt Geist einfach mal. Ja gut, da ist Toxiquack voll für den Käse, ne? Überlege, wie ich das jetzt mache. Ja, du wirst einfach eiskalt runterfahren, ne? Gehst du blind auf Eis schon? Ja, natürlich gehst du blind drauf. Ja. Schwäch ruhig mein Filinare ab. Oh, danke. So. Das sollte ich eigentlich noch gewinnen können. Ich hab noch mein Dings. Och, jetzt kommt noch ein Meteorologe. Ich hasse dich, Quaxo. Ich dachte, du gehst wieder auf Erdbeben. Oh, das wird bestimmt nicht reichen, oder? Das Quaxo muss weg. Ach man. Okay, wenigstens konnte ich noch einmal Energie holen. So, wie machen wir das? Gehst du in Dings rein? Trifft Zeppelin? Nein. So, dann machen wir hier den Schmarotzer und gehen rüber. Ich glaube, das kann ich doch nicht mehr machen. Da hätte ich den Spukball schon abfangen müssen. Ja. Und du gewinnst den Gleichstand, ja. Ja, da konnte ich nichts mehr machen. Schade. Oh, da hätte ich Safe Switch in, wie heißt es, Filinara gehen müssen.
Ja, das wäre gut gewesen. Mir fällt gerade ein, Ampharos zerstört gerade dein ganzes Team. Apokalyp gegen Elektroschwach. Quaxor gegen Elektroschwach. Und trifft Zeppeli gegen Elektroschwach. Och nee, geh mir damit weg. Geh mir mit X-Bad weg. Oh, das drückt schon. Dann gehe ich hier safe rein. Gib mir den Giftzahn, das ist egal. Ja. Ja, Flunschlick. Muss das auf jeden Fall wieder hier umspielen. Kann dich auf jeden Fall wieder gut abschwächen. Also bisher gerade für die Nara in diesem Kampf unbrauchbar. Bitte köder einfach nicht. Es wäre sehr, sehr, sehr flauschig von dir. Ich kann gleich rüber. Ich hole Energie. Setze gar nicht ein. Das ist Erdbeben, ne? Ja, ich will nicht zweimal schwimmen. Nee, Steinhagel, perfekt. Na, jetzt müsstest du auch einmal schwimmen. Das geht aber vollkommen in Ordnung. Ja. Ich konnte zwar jetzt runterfahren, das ist aber nicht schlimm. Okay. Du hast Energie drauf. Setzt sie nicht ein. Sehr schön. Oh, noch besser. Ja, mach dein Giftzahn. Der macht effektiv nichts. Ach, ich hätte auch auf Schmarotzer gehen können. Ja, wird das jetzt Flunschlick Doppel Stahl sein? Deswegen gehe ich dann jetzt hier rüber, um den Giftzahn zurückzusetzen. Nein, das Grifffeld ist hinten. Perfekt. Bei Grifffeld muss ich nichts schilden. Den Kampf sollte ich mir eigentlich holen. Da ist für die Nara doch zu gebrauchen. Meine Schilde muss ich für Nachtara aufheben. Mondgewalt setze ich hier jetzt nicht ein. Das kriegt Flunschlick zu spüren. Könnte das ein Erdbeben sein? Du hast Toxiquack runtergefahren, ne? Ja, okay, aber dann schilde ich hier eben. Mundgewalt sollte aber jetzt reichen. Ja. Ja, ich hole noch aus. Dein Aeroass wird definitiv nicht ausreichen. Ja. Und da gehst du raus. Perfekt. Ah, da hat Filinara doch noch gute Sachen getan. Trotz, dass ich die Führung verloren habe, ne? Ja, ich bin in den Nachttage gewechselt. Ja, ich habe knallhart die Führung verloren. Weil Toxiquack konnte effektiv gefühlt gar nichts gegen X-Bad machen. Oh, sehr schöne Führung. Dich wollte ich auch mal vorne sehen. Okay. Du bist angeschippt.
Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Nicht zu schön. Ja, Meteorologe nur. Kommst du noch zu einer Attacke? Ja. Das heißt, ich muss jetzt schilden. Das heißt, ich habe jetzt keine Wahl als zu schilden. Oh, wir gehen leider doch gleichzeitig drauf. Schade. Wirst du in Irokex gehen? Oh, i. Ja, das habe ich schon verloren. Das habe ich schon verloren. Irokex Doppel-Eklig-Team. Da kann ich mit Nachtara effektiv gar nichts machen, ey. Da kann ich mit Nachtara null was machen. Null. Aber wirklich null. Nada, niente. So, Psychokinese. Ja, da brauche ich auch die Steuerungsziele hier nicht schön. Meine einzige Hoffnung wäre es, das wird auch nicht mehr klappen, weil Toxic-Quack zu weit unten ist. Irokex runterzufahren mit Toxic-Quack. Dann zur Matschbombe zu kommen. Ja, das hat der Gegner definitiv in der Tasche. Oh, ist das nervig. Oh, ist das nervig. Irokex doppel-eklig. Ja, leider ist nicht nochmal Steigerungshieb eingesetzt. So, den nächsten müsste ich erst schön. Okay, du gehst auf Schmarotzer, verdammt. Den hätte ich natürlich gerne geschildert, den Schmarotzer. Ach, warum gehst du auf Schmarotzer? Ach, Mann. Okay, du hast wahrscheinlich eh zwei ready, ne? Na, dann macht es schon Sinn, auf Schmarotzer zu gehen. Oh, bitte keine Doppelfarm-Teams. Ich mag Doppelfarm nicht, Leute. Quappo geht in Ordnung tatsächlich. Hallo? Ich fange einfach mal später an. Danke. So, könnte halt Siedewasser sein. Muss ich schön. Ist Siedewasser, bitte nicht die Senkung. Danke. Ich gehe auf die Matschbombe. Die macht mehr Schaden pro Energie. Du schüttest auch, perfekt. Jetzt gehe ich rüber. Charme kommt sogar an. Werde hier nicht chillen. Kavalanza, ja. Okay. Du hast fast zwei Schlagbauer, ne? Ich komme nicht mehr zur Zuflucht, oder? Doch. Aber du hast gleich zwei Schlagbauer ready, ne? Na egal, ich muss hier rein. Ich muss leider hier rein. Ah ne, kommst nicht zum nächsten. Perfekt. So. Och Mann, Leute. Ihr wollt mich verarschen, oder? Ihr wollt mich doch echt hier langsam verkohlen. Aber das dürfte Granbull jetzt rausnehmen. Und jetzt gehe ich in Nachtara.
Ja, Wuchtschlag tut weh, aber Psychokinese könnte dir nicht ausreichen. Und ein Wuchtschlag reicht definitiv nicht. Nein. Und sogar den zweiten überlebe ich. Und Sayonara. Quappo hoffe ich. Bitte reiche. Ah, ganz knapp nicht. Dann muss ich nur noch zum Schmarotzer kommen. Schade, dass Psychokinese von Nachtara so wenig macht. Ah, den Wuchtschlag überlebe ich auch ganz stolz. Und jetzt richtet der Schmarotzer. Und bumm. Das war jetzt sehr gut auf jeden Fall. Ja, next fight. Gegen Johnny da Arc 0115. Auf jeden Fall Legend-Spielerin oder Spielerin. Und da gehe ich safe gleich hier rüber. Ja, Registriert geht tatsächlich noch. Die fette Mülltonne geht tatsächlich noch. Ja, die Frage ist, was sie jetzt runterfahren, ne? Ja, das macht gar nichts. Ich hoffe, du setzt gleich ein. Ja, du setzt ein. Mit Toxiquack kann ich gleich runterfahren. Mit einmal schön. Und ich hoffe, ich. Ja, krieg nur eine Matschbombe leider hin. Wobei, wie viel macht eine Lichtkanone von Registeel? Au. Geht aber, dein Zielschuss macht dafür nichts, ne? So. So, Matschbombe bekommen. Ja, Schild gezogen und jetzt gehe ich hier rein. Ich gehe eh von Daugenreihen aus. Ja. Was soll ich da schälen, Leute? Warum sollte ich Daugenreihen schälen? Gut, nach Tara werde ich hier nicht schön. Das heißt, Toxic Quack ist meine Wincon Vision. Au. So, jetzt gehe ich hier rüber. Muss aber. Ach, das war doof. Das war doof. Ja, jetzt brauchst du nur auf Steinhagel gehen. Das heißt, Schlammbombe muss ich hier einsetzen. Oh, du kannst schon weg sein, schade. So, ich darf Taubos nicht zur Attacke lassen. Ja, du gehst doch bestimmt auf Sturzflug, oder? Nein, er geht natürlich auf Daugenreihen. Aber ich glaube, das verliere ich. Ja, das verliere ich. Ich hätte nicht aggressiv rauswechseln sollen, Toxiquack.
Ja, jetzt kommt das Erdbeben oder Steinhagel, das wird reichen. Ah, das habe ich selber verbaut. Ja, Toxic Quack ist halt nicht der perfekte Flunschlick-Konter, ne? Ja, und da gehen wir ins Negative leider. Schade. Ja, ich muss mal mit dem Team gucken. Beziehungsweise, was ich mir ein komplett neues Team demnächst, aber mit Nachtara auf jeden Fall, bauen werde. Bei Nachtara ist Pflicht, sag ich mal, weil es kommen so viel Geist-Pokémon. Aber für die Folge soll es erstmal gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.